Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, mein Platz ist gerade irgendwie besetzt. Hier hat sich ein Riesenpaket verirrt und das ist wirklich riesig. Guckt euch das an, das ist der Wahnsinn, wie groß das Teil ist. Ihr habt es gerade schon am Titel wahrscheinlich gelesen. Es geht um den Ghostbusters Actor One, eine kleine Sonderausgabe, die ich mir gedacht habe, einmal aufzuzeichnen, weil ich wollte euch dieses einmal im Detail zeigen. Normalerweise ist das eigentlich nur etwas, was die Abonnenten bekommen, jetzt gerade aktuell im UK. Beziehungsweise dann später, wenn es auch in Deutschland erhältlich ist, bekommen das dann auch die deutschen Abonnenten. Aber ich bin ja kein Abonnent. Dementsprechend musste ich mir versuchen, auf anderem Wege das zu besorgen. Hat glücklicherweise geklappt. Ich habe ein Angebot in der elektronischen Bucht gefunden. Und ja, es hat geklappt zum guten Preis. Und ja, hier ist es. Hier ist nämlich das Display-Podest drin, was der Ecto-One, ja, unter sich haben wird. Und noch ist es eingepackt. Ich dachte mir, das ist was ganz Feines, um euch das einmal im Karton bzw. gleich aus dem Karton heraus zu zeigen. Und ja, ich wollte das Teil auf jeden Fall haben. Das passt natürlich perfekt zum Ecto One. Und ja, bin sehr gespannt, was drin ist. Ich hoffe, ihr genauso. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und schauen da rein. Ich bin nämlich heiß drauf, um zu sehen, was hier drin ist oder wie es am Ende dann wirklich aussieht. Und ja, legen wir los mit diesem kleinen Unboxing. Ja, was soll man dazu sagen, außer der absolute Wahnsinn. Guckt an euch an, wie riesig das ist. Für diejenigen, die vielleicht den DeLorean gebaut haben oder noch jetzt gerade zu Ende bauen, die werden das kennen. Es ist ein ähnliches Display-Podest, aber das Ding ist deutlich größer. Hier steht es schon mal drauf, allein die Kartonmaße, 1,1 Meter in der Länge, 9,5 nur tief, also das ist relativ wenig, aber noch einmal 52,5 hier in der Höhe. Also ein Riesenteil, Gewicht vom Ganzen 6 Kilogramm, Nettogewicht 4,7 Kilogramm. Hier steht jetzt quasi drauf, oder steht zwar drauf, dass Kartonnummer 649 von 945, muss aber nichts heißen. Das ist vielleicht nur eine Produktionswelle. Das wird es ja wahrscheinlich noch öfters geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Display-Podest nur 945 Mal existiert. Also da wird es bestimmt noch ein paar mehr geben. Aber das ist zumindest der One, der produziert wurde. Ja, ich würde sagen, ich schnack nicht weiter rum. Ich packe das ganze Ding einfach mal aus. Und ich sehe schon, ich habe ein bisschen Probleme, das Ganze auf die Kamera zu kriegen. Geht das einigermaßen? Naja. Mehr schlecht als recht momentan. Auf jeden Fall, hier ist noch so ein kleiner Hinweiszettel, ne? Zerbrechliche Teile und bla 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 in allen möglichen Sprachen. Kennen wir schon. Interessiert uns jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht wenig. Ich werde das gleich auf jeden Fall einmal auf den Boden stellen müssen. Das Paket, weil sonst bringt das nichts. So, da kommt mir schon mal Schaumstoff entgegen, beziehungsweise Styropor. Gut, dass unsere gelbe Tonne gerade noch so frei ist. So, da wird es schon spannender und ich muss das Ganze einmal, ups, nach unten packen. Sonst wird es zu viel. Mal gucken, ob ich das so greifen kann. Schauen wir mal. Noch mehr Styropor sehe ich gerade. Ups. So. Ist schon ein bisschen was weg, aber das macht nichts. Mehr sieht man noch nicht. Komme ich überhaupt dran so? Bestimmt, ich passe mal eben das Styropor. Ich weiß gar nicht, wie man es anfassen soll. Upp. Unten drunter auch mal weg. Ja, nicht, dass ich mit den Kabels hängen bleibe. So, kommen wir der Sache schon näher. Aber gut eingepackt, muss man sagen. Ich
Jetzt seht ihr wahrscheinlich nur was Schwarzes gerade, genau. Ich sehe schon auf meiner Seite ein bisschen mehr. Back. Zum Beispiel das hier. Da seht ihr schon das Ghostbusters-Logo. Und hier, wow, ein riesen Base. Das geht bestimmt hier auch noch irgendwo auf. Sorry fürs Rascheln. So. Gott, das ganze Geknister. So, jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus, aber das ist wirklich massiv. Das ist, glaube ich, Holz. Fühlt sich zumindest so an. Und ja, hier vorne schon das Ghostbusters-Logo. Hat, glaube ich, auch so eine kleine Folie drauf, damit es geschützt wird. Ja, und natürlich das Podest an sich. Hier seht ihr schon, das ist eigentlich ein Spiegel hier drauf und da ist aber noch so eine Schutzfolie drüber, deswegen ist das gerade so ein bisschen milchig. So, ein bisschen weiter runter von euch. Also es ist gerade so ein bisschen milchig, macht aber nichts. Das werde ich dann abziehen, es ist eine Folie drüber und dann kommt der eigentliche Spiegel zum Einsatz. Ich werde das aber jetzt noch ein bisschen länger so drauf lassen, diese Folie, allein um den Spiegel zu schützen, weil sonst, ja, macht das keinen Sinn und eventuell, wenn das Modell hier schon mal drauf kommt, das werde ich dann nämlich schon mal draufstellen, nicht, dass dann schon ein Kratzer reinkommt. Das soll ja eher so nicht sein. Dementsprechend lasse ich das alles nochmal drauf, bis es dann wirklich irgendwann fertig ist. Aber wie wir wissen, das kommt ja noch weit später. Das wird noch eine ganze Zeit dauern. Aber auf jeden Fall, schaut euch dieses fette Ding an. Also mein Tisch ist voll, allein schon mit dem Displaypodest. Also ein richtig, richtig fettes Teil. Mehr kann man nicht sehen. Das ist sonst eine relativ einfache schwarze Base, wie man sehen kann, und dann eben ja der Spiegel noch mit dem mit der Schutzfolie geschützt. Das ist einmal das Ghostbusters Logo in der Mitte, von unten schwarz und von der Rückseite genauso. Glaube ich, da war nichts anderes. Nö. Auf jeden Fall, ja, richtig fettes Teil. Ich würde sagen, ich hole noch mal eben den Ecto One her, um zu gucken, so wie die Dimensionen sind. Für alle, die jetzt einen Ecto One vielleicht auch schon bauen und aktuell soweit sind, dass sie den zumindest in der kompletten Länge aktuell schon haben, dann könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie groß das Teil wirklich ist. So, und jetzt steht der Ecto One tatsächlich auch schon mit auf dem Podest drauf. Und ihr seht schon, jetzt gerade wie der Ecto One lang bzw. breit ist, da ist noch genügend Luft hier drumherum. Ich weiß nicht, ob man es jetzt vorne gerade sehen kann. Schieben ist ja auch ein bisschen schwierig gerade mit dem Gewicht drauf, ne? So. Auf jeden Fall seht ihr, rundherum ist natürlich noch genug Platz. Es kommt natürlich noch ein bisschen was dran, ne? Das ist natürlich noch nicht die komplette Breite und Länge erreicht. Da wird natürlich noch Außenverkleidung, Karosserie quasi mit dran kommen. Aber so könnt ihr euch ungefähr schon vorstellen, wie groß das Ding wirklich ist. Also ein massives Teil und es ist schwer, es hat wirklich Gewicht, man merkt es. Es ist auch wirklich gut verarbeitet, wie ich finde. Nicht irgendwie was irgendwie hier Macken hat, auch keine Ecken irgendwie abgestoßen, kann ja auch alles sein. Gut verpackt war es auch, also von daher richtig, richtig geil. Und ja, das ist etwas, was die Abonnenten wahrscheinlich hierzulande dann auch, wenn der Ecto One hierzulande Anfang des Jahres startet, dann wohl auch so, ja, jetzt aktuell so Oktober, November, so nur dann im nächsten Jahr bekommen werden wahrscheinlich. Also ja, darauf können sich die Abonnenten wirklich freuen. Und das ist ja auch wirklich nur der erste Teil von der Präsentationsmöglichkeit vom Ecto One. Denn später mit dem Endprodukt, wenn man alles fertig hat, mit der letzten Abo-Lieferung, glaube ich, dann bekommt man ja sogar noch eine Schutzhaube mit drüber, die dann hier einmal komplett drüber geht. Ne, die wird hier den kompletten Ecto One... Ups, da kommt schon das Licht bei mir ins Bild. Nee. Naja, so. So geht's. dann kommt noch die ganze Schutzhaube hier drüber. Das heißt, das wird auch nochmal drankommen und das Ganze nochmal verkleiden natürlich und optisch aufwerten und natürlich auch das Modell natürlich schützen am Ende. Und dann wird es ja auch noch ein Beleuchtungsset geben, das wohl irgendwelche LED-Spots in den Ecken vielleicht sind, die das Modell dann beleuchten werden. Auf jeden Fall, wenn man das, ich weiß nicht, ob man jetzt in der Kamera gut sehen kann, auf jeden Fall kann man allein schon durch diese milchige Base noch, weil ja noch die Schutzfolie drüber ist, schon so ein bisschen von der Unterseite vom Ecto One erkennen, wie die Auspuffrohre da längs laufen,
sehr schön. Und wenn dann erstmal das Teil weg ist, sieht das richtig geil aus. Also ich freue mich sehr, dass ich das bekommen konnte. Und wie gesagt, die Abonnenten werden das im Zuge ihres Abos dann, glaube ich, mit der 10. Lieferung, circa 10. Lieferung, dann auch bekommen. Also ihr wisst, auf was ihr euch einlässt. Das Ding ist riesig. Macht schon mal Platz frei, nicht nur für den Ecto One, sondern dann auch für dieses Podest. Ja, das wollte ich euch einmal zeigen und dachte ich, das mache ich ein kleines Video von, weil das ist schon richtig beeindruckend. Ja, unser Ecto One hat sein Display-Podest bekommen, ein Riesenteil, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ja, wie gesagt, die Abonnenten können sich da aktuell im UK und USA, weiß ich nicht genau, wann die dran sind, aber die UK-Abonnenten können sich schon darauf freuen, auf dieses Display-Podest mit ihren aktuellen Abo-Lieferungen. Und ja, wie gesagt, auch die Deutschen werden das dann später bekommen, wenn es dann soweit ist. Wenn ihr auch Interesse habt, den Ecto One zu bauen, jetzt auch schon mal im Voraus das zu bauen, was ich schon hier gebaut habe, dann könnt ihr euch den im UK Store besorgen. Das ist wie gesagt kein Abo, da gibt es keine Display Base dazu, da müsst ihr euch dann woanders die Möglichkeit suchen. Oder aber ihr könnt natürlich noch ein bisschen warten und geduldig sein, dann könnt ihr aber auch das deutsche Abo bekommen. Die Vorbestellungen laufen schon. Die beiden Links packe ich nochmal in die Videobeschreibung, einmal für die englische und einmal für die deutsche Fassung. Und ja, wenn ihr in Deutschland abonniert, dann bekommt ihr dieses riesen Display-Podest dann auch im Laufe der Zeit ja, mit zugestellt. Ich weiß nicht genau, welche Lieferung es ist, aber dadurch, dass es wahrscheinlich ja ähnlich laufen wird wie im UK, tippe ich mal so auch Oktober, November diesen Zeitraum, wird es dann hierzulande nächsten Jahr dann soweit sein, wenn die Planung so weiterläuft. Man weiß es ja nicht, aber ich denke mal, so ist der aktuelle Plan angedacht und dann wird es da genauso hier dann genauso laufen wie auch aktuell im UK und dann kann sich jeder deutsche Abonnent auch über dieses Display-Podest freuen. Ja, ich hoffe, dieses kleine Unboxing hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise meinem Kanal auch sehr gerne ein Abo. Da freue ich mich sehr drüber und ihr bekommt natürlich dann direkt Nachricht, wenn neue Videos online gehen. Apropos Videos online gehen, 3 Folgen habe ich noch für den Ecto One. Die Ausgabe 48 gibt es bald und dann die Doppelfolge 49-50, die habe ich noch im Petto. Heute kam übrigens auch der Terminator Pack 7 mit den Ausgaben 61-70. Das heißt, da kann ich auch weiterbauen und das wird also nicht langweilig. Und natürlich mit dem Dodge Charger, dem Manta und der Bismarck geht es natürlich auch möglichst regelmäßig weiter. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und schon bald gibt es auch wieder Bauvideos von mir für meine anderen Projekte, aber natürlich auch für den Ecto One. Bis dahin wünsche ich noch ein paar schöne Tage euch allen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.